So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Hinter mir eine alte Mauer, nur falls sich jemand fragt. Eine sehr alte Mauer, circa 1000 Jahre. Und ja, hier sitzt ein Bänkchen, auf dem man schön sitzen kann. Und darum hocke ich hier, weil ich heute Bock habe, mal auf einem Bänkchen zu sitzen. Thema, es gibt eine neue Reportage von Steuerung F. Das ist ein Beitrag aus dem Funknetzwerk. Ich glaube, die gehören teilweise auch zum WDR oder zu irgendeinem anderen der bundeslandspezifischen deutschen Rundfunksender. Aber jedenfalls wird das Ganze unter Funk auf YouTube jedes Mal veröffentlicht. Und da geht es drum, den genauen Titel habe ich nicht im Kopf. Habe das auch gerade erst angeguckt und möchte jetzt meine Gedanken dazu gleich äußern bzw. einen Kommentar dazu abgeben. Jedenfalls geht es um legales Holz tatsächlich, das mit legalen Zertifikaten nach Europa verschifft wird, verkauft wird, das aber trotzdem unter suboptimalen Bedingungen in Anführungszeichen im Ursprungsland gewonnen wird, worunter insbesondere die indigene Bevölkerung zum Teil nach wie vor zu leiden hat. Ja? So, das ist nicht schön. Ja? Und grundsätzlich ist, könnt ihr euch gerne den Beitrag zuerst angucken, bevor ihr mir weiter zuhört. Link findet ihr unten. Grundsätzlich ist es aber in jedem Fall so, dass es natürlich immer blöd ist, wenn eben die Indigenen enteignet werden, weil sie für das Land, was sie seit Jahrtausenden bewirtschaften, im Regelfall natürlich keinerlei Besitzurkunde, Besitzpapiere oder ähnliches haben, die Masche auf dem Wege Indigene zu enteignen oder ihnen alternativ ihr eigenes Land zu verkaufen, weil es einem auf einmal irgendwie gehört und sie dafür quasi zum Beispiel in sogenannten Logging-Camps quasi Sklavenarbeit verrichten zu lassen. Das ist gängige Praxis. Da gibt es viele Beispiele für eine solche Ausbeutung bzw. einen solchen Landraub bei den indigenen Völkern. Sehr detailliert berichtet zum Beispiel Rüdiger Neberg in seinen zahlreichen Büchern über das Schicksal der Yanomami in Brasilien, größtenteils Brasilien. Die gibt es, glaube ich, nur in Brasilien. Die von Goldsuchern bedroht worden sind. Da ging es also gar nicht so sehr um den Wald, der da abgeholzt werden sollte, beziehungsweise das auch, um Landebahnen zu bauen, um entsprechend Brennholz zu haben, um Platz zu haben für die ganze Goldsucherei. Aber vor allen Dingen war es der Goldrausch, was eben dem Gebiet der Yanomami besonders gefährlich wurde. Und der Neberg, Rüdiger Neberg, hat dann durch verschiedene spektakuläre Aktionen letztendlich nicht ausschließlich, das sagt er auch selber, also er lebt nicht mehr, aber er hat so in seinen Büchern geschrieben, dass er unter anderem eher eben mit entsprechend spektakulären Aktionen dann für viel Aufmerksamkeit auf die Yanomami gesorgt hat und das dann letztendlich auch zu einem Handeln der damaligen brasilianischen Regierung geführt hat und die Yanomami meines aktuellen Kenntnisstandes nach jetzt so einigermaßen ganz gut durch internationales Recht geschützt sind und ihr angestammtes Land meines Wissens bisher noch behalten durften. Hoffen wir mal sehr, dass das so bleibt. Es ist übrigens heute ein bisschen windig, sollten ganz leichte Windgeräusche zu hören sein, aber ich glaube es eigentlich nicht. Also in der Kamera, ne? Ja, das wäre zum Beispiel ein so ein Beispiel. Ja? Und die Gier häufig der Weißen im Wald der Indigenen, wenn wir das jetzt mal einfach so nennen dürfen, ist ein stetiges Problem, ist natürlich auch Teil des Antriebs für das, was wir jetzt in dieser Steuerung F-Doku sehen. Das spielt da sicherlich eine große, große Rolle. Allerdings ist die Situation tatsächlich ein bisschen komplizierter, meiner Meinung nach, als es da dargestellt wird. Und ich möchte ein bisschen eine Lanze brechen, nicht weil sie mir so sympathisch ist, aber doch ein bisschen erklären, warum die Politik mit diesen Holzzertifikaten so ist, wie sie ist und warum zum Beispiel Borneo eben sich selbst für ihr nationales Holz selber da ein Zertifikat draufstempeln kann, damit das dann quasi direkt in die EU exportiert werden kann und wir das dann kaufen. Generell hat sich in diesem Video ein bisschen allgemeine mangelnde Bildung meinerseits leider eingeschlichen. Ich wusste nämlich nicht, dass Borneo, ich dachte
dachte immer, das sei ein kleiner Staat, eine Insel ist, die Indonesien, Malaysia und Brunei gehört, also in drei Nationen quasi aufgeteilt ist. Und von diesen drei Nationen ist es Indonesien, da kommen wir dann nachher nochmal drauf zu sprechen, die eben ein eigenes Holzhandelsabkommen mit der EU haben. Und in komplett Indonesien, das ja aus noch mehr besteht als nur aus dieser Insel hier, Borneo, kann halt eben da geschlagenes Holz, so es dann von der indonesischen Regierung ein Zertifikat bekommen hat, relativ einfach in die EU verschifft werden. Ne? Details dazu findet ihr aber auch nochmal im Steuerungs-F-Video, da wird das auch alles sehr schön beschrieben. Nur habe ich hier eben einfach den Fehler drin, dass ich so tue, als sei Borneo ein Staat, ist es natürlich nicht. Für den Regenwald und fürs Ökosystem ist es egal, wem die Insel gehört, aber für holzpolitische Fragestellungen dann natürlich wichtig. Ich werde das jetzt nicht überall korrigieren, das heißt im Folgenden, wann immer ich mal wieder so tue, es sei Borneo ein Staat, wisst ihr Bescheid, ist es nicht. Also da möchte ich mich für entschuldigen, das ist der böse Fehlerteufel hier gewesen und ja, tatsächlich mangelnde Bildung meinerseits, ab sofort weiß ich das dann auch. Und dafür gibt es Gründe. Das ist nicht nur einfach so, ja, wer ist denn auf die Idee gekommen? Das ist ja völlig behämmert. Das führt ja zu ganz schlimmem Missbrauch. Jein, auch. Aber das hat sich tatsächlich mal jemand bzw. eine Personenmehrheit ausgedacht, weil das eine bessere Alternative zu sein schien als der Status quo, der vorher geherrscht hat. So, und das ist jetzt das erste wesentliche Dingens, was man zu dieser Reportage wissen muss. Den Zustand, den wir da sehen, das ist der verbesserte neue Zustand, der insgesamt, wohlgemerkt insgesamt, natürlich findest du einzelne Dinge, die immer noch scheiße oder vielleicht auch jetzt noch schlimmer sind, ja, aber insgesamt ist das ein besserer Zustand. Entschuldigung, als die Situation, bevor die ganzen Holznachhaltigkeitszertifikate eingeführt worden sind. Und dafür müssen wir ein kleines bisschen in der Geschichte zurückgucken. Grob gesagt gab es mal abseits der Kolonialisierungsperiode, beziehungsweise seit Kolumbus, die ersten Entdecker, die dann nach Mexiko, Peru, Brasilien und so weiter gekommen sind und da quasi, wo sie hinkamen, verbrannte Erde und tote Indigene hinterlassen haben. Davon mal abgesehen, gab es danach eigentlich nur Phasen der unkontrollierten Waldentfernung, soweit man halt eben siedeln wollte. Allerdings hat man den Wald nur insoweit gerodet, wie man eben auch siedeln wollte, beziehungsweise dann aktuell halt eben Vorgarten und Rückgarten gebraucht hat und natürlich landwirtschaftliche Nutzfläche für das, von dem man so gelebt hat. Ja, aber diesen massiven Vortrieb des Waldes, weil das Holz in alle Welt verschifft werden kann, den gab es damals noch nicht. Das ist also so quasi Phase 0. Die Gegend ist zwar schon von Weißen besiedelt, aber ja, noch nicht völlig rücksichtslos alles platt gemacht. Das ging los so ungefähr in den 70er, 80er Jahren, so ganz, ganz grob. Großer Boom tatsächlich in den 80ern, als man dann relativ günstig sehr hochwertige Tropenhölzer bei uns kaufen konnte, die mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, meine Mutter hat noch ein ganz sehr viele Möbel leider aus Teak, aus der Zeit, ja, weil man es nicht wusste, was man da eigentlich kauft, hat selbst mein Vater nicht gewusst und der war Botaniker. Und ja, das wurde einfach nicht thematisiert. Das gab wahrscheinlich wirklich nur eine Handvoll von Leuten, die da damals schon so aufgeklärt gewesen sind, um zu wissen, wo das Holz eigentlich herkommt und unter welchen Bedingungen es daherkommt und warum das schlimm ist. Ja, aber wie dem auch sei, jedenfalls in der Phase wurde sehr viel, da ging es los mit den großen Rodungen im Urwald, im Dschungel, wenn man so möchte, und eben dem vor allen Dingen sehr rücksichtslosen Rodungen im Urwald, im Dschungel, wenn man so möchte. Ja, und diese Phase hat dann eine ganze Zeit lang angehalten. Es gab dann den Versuch, dem ein bisschen entgegenzuwirken, insbesondere durch NGOs wie zum Beispiel Greenpeace und andere Umweltschutz, auch international tätige Umweltschutzverbände, aber da ist unter den internationalen Umweltschutzverbänden Greenpeace ja ganz vorne dabei. Unter anderem haben die eben das überhaupt erst publik gemacht. Ist ein großer Verdienst, muss man ihnen positiv anmerken.
muss man ihnen zugestehen, dass das ein großer Verdienst ist. Und dann wurde langsam klar, unter welchen Bedingungen eigentlich Tropenholz gewonnen wird. Und die traditionelle Weise, in Anführungszeichen, besteht tatsächlich darin, dass du mit einem Bagger anrückst oder mit irgendeinem schweren Gerät, das in der Lage ist, da die Bäume mehr oder weniger einfach umzubaggern, arbeitest dich vor zu den wenigen wertvollen Stämmen. Die werden dann vergleichsweise schonend behandelt, weil sie ja wertvoll sind. Und dann baggert man sich sozusagen weiter vor bis zum nächsten wertvollen Stamm und hinterlässt auf dem Weg zu den wertvollen Stämmen im Grunde verbrannte Erde. Es gibt eine flächige Befahrung des Bodens mit schwersten Raupenmaschinen, ohne irgendwie darauf zu achten, ob der Boden dabei verdichtet, verwundet oder sonst irgendwie geschädigt wird. Und keinerlei System, wie da gefahren werden soll, wie die Stämme rausgeholt werden sollen, einfach nur fällen, mitnehmen, was wertvoll ist, alle anderen Hölzer liegen lassen. So, letzteres ist ein ganz wesentlicher Punkt, das muss man unbedingt wissen, zu tropischen Wäldern. Die bestehen aus einer Vielzahl von Baumarten, etwa 150 Arten pro Hektar. Ja? Wir haben in Deutschland nicht mal 150 Baumarten, ja? Also höchstens noch, wenn man irgendwelche fremdländischen Versuche der Forstwirtschaft hinzuzählt, was hier noch alles wachsen könnte. Aber einheimische Baumarten niemals 150, es sind so irgendwas um die 70 plus minus, ja? Wenn wir jetzt wirklich von Bäumen reden wollen oder ganz großen Sträuchern, die Baumstatus auch erreichen können. Ja? Das heißt, da sind doppelt so viele allein auf einem Hektar zu finden und auf dem nächsten Hektar, ein Hektar 100 mal 100 Meter für diejenigen, die es nicht wissen, und auf dem nächsten Hektar stehen dann wieder 150, zum Teil sogar andere. Ja? Also nicht nochmal dieselben, sondern nochmal eine Mischung aus wirklich vielfältigsten Baumarten. Es muss schon wirklich ein toller Botaniker vom Himmel gefallen sein, ein wirklich großartiger, der in der Lage ist, in tropischen Wäldern allein schon die Holzpflanzen alle namentlich bestimmen zu können. Das ist saumäßig schwierig. Es ist eine unendliche Vielfalt an Formen, Lebewesen und auch der genetischen Ausprägung dieser Lebewesen. Es ist völlig zu Recht der Hotspot der Biodiversität des Planeten, also der terrestrischen Biodiversität, muss man dazu sagen. Ja, im Meer gibt es natürlich Korallenriffe, so es noch welche gibt und so sie noch Biodiversität überhaupt aufweisen. Aber mindestens mal an Land sind die tropischen Regenwälder die mit Abstand vielfältigste Landschaft, das reichhaltigste Ökosystem, das der Planet zu bieten hat. Ja, gehört auch zu den ältesten Ökosystemen im Übrigen. So, und eben weil diese enorme Vielfalt verschiedener Bäume da vorherrscht, sind die paar Bäume, die wertvolles Holz haben, was sich dann für tolle, hochwertige Tropenmöbel eignet, weil das Holz ist wirklich hochwertig, es ist ein toller Werkstoff. Ja, das ist erstmal so. Ob man den nutzen will oder nicht, ist eine andere Frage oder unter welchen Bedingungen man den überhaupt nur nutzen darf. Aber er ist erstmal toll. Punkt. Ja. Und davon, von diesen wertvollen Bäumen, stehen so etwa 1 bis 3, je nachdem, in welcher Region man sich befindet. Der tropische Regenwald ist groß, pro Hektar rum. Ja. Das heißt, wegen 1 bis 3 wertvollen Bäumen wird ein kompletter Hektar Wald platt gemacht, beziehungsweise viele, viele, viele Hektar dann für entsprechend viele wertvolle Bäume. Das hier ist Meranti, das ist das Holz, um das es auch geht, wenn wir uns auf Borneo befinden, größtenteils. Es handelt sich um eine Handelsgruppe von Hölzern sozusagen. Meranti gehört also nicht zum Meranti-Baum, sondern zu einer Vielzahl von Bäumen, die Meranti-artiges Holz haben. Das sind durchaus wirklich einige und wird dann halt eben zusammengefasst, dass man alle Hölzer, die Meranti-Holz liefern, auf einen Haufen schmeißt und das dann so exportiert. Gehört, wenn es sich um eine rötliche Form handelt, also mit einer deutlich rötlichen Färbung, ungefähr in die Kategorie Eiche von den Holzeigenschaften her, ist also gar nicht mal so überragend. Es gibt Tropenhölzer, die dann nochmal deutlich leistungsfähiger sind, was ihre Holzeigenschaften und vor allen Dingen ihre Dauerhaftigkeit angeht. Meranti ist so irgendwo im mittleren Bereich, beziehungsweise die guten Qualitäten im oberen Bereich anzuordnen, wenn auch nicht ganz krass top. Ja, aber es ist was Hübsches, es ist beliebt und es ist halt leider immer noch relativ billig, weil ja die Löhne, die halt in Indonesien gezahlt werden, für unser eins relativ lächerlich sind. Und alles andere, was dann noch so rumsteht, außer die Partik und Mahagoni und sonstige Sachen, alles andere, was da sonst noch so rumsteht, das wird völlig sinnlos platt gemacht, einfach weil es im Weg ist.
Damit man dann schneller vorwärts kommt zum nächsten wertvollen Baum, wird jedes Mal eine eigene Schneise geschlagen. Jeder Baum kriegt quasi seine eigene Schneise, um dahin zu fahren, und alles Wertvolle wird rausgeholt. Und sobald alles Wertvolle weg ist, steht da ja jetzt nur noch nutzloser Wald rum, den keiner mehr braucht. Also muss der aus dem Weg. Vor allen Dingen, weil man die Landschaft dann hinterher noch anderweitig nutzen kann, indem man nämlich den verbliebenen Wald jetzt anzündet. So, und dann brennt der fröhlich und sämtliche Nährelemente, die in den Bäumen gespeichert sind, die im Humus des Bodens gespeichert sind, werden durch das Feuer von störenden biologischen Bestandteilen, sprich Holz, befreit, liegen dann in purer Form als Asche letztendlich vor, werden in den Boden eingeregnet, regnen tut schnell, und der Boden ist kurzfristig für maximal 10 Jahre außerordentlich fruchtbar, weil alles, was an Nährstoffen im System war, jetzt plötzlich nur im Oberboden drin steckt, was den einfach unglaublich, wirklich unglaublich fruchtbar macht für kurze Zeit. So, und da kannst du jetzt wahlweise Soja, Ölpalme oder, ja, das sind die zwei Hauptverdächtigen, ne, die auch einen Großteil eben damals dieser Brandrodungswirtschaft ausgemacht haben, was man dann hinterher draufgestellt hat. Und das geht ein paar Jahre gut, gar nicht mal so viele. Ich glaube, es waren etwa 4 bis 8, sowas um den Dreh. Kommt immer darauf an, welches Verfahren man verwendet. Es kann auch mal ein bisschen länger noch gut gehen und so weiter. Die man da intensiv alle möglichen wirklich hochenergetischen Produkte rausholen kann. Insbesondere zum Beispiel Soja ist ein sehr eiweißhaltiges pflanzliches Produkt. Dafür braucht die Pflanze außerordentlich viel Energie bzw. außerordentlich viel Stickstoff. Und der ist im Boden dann noch eine Zeit lang verfügbar. Aber wenn das halt eben alles schön geerntet wird und nicht dem Boden zurückgegeben wird, weil der Soja wird ja umgemäht und dann für uns genutzt, ja, oder für Tierfutter genutzt oder für was auch immer genutzt, aber genutzt wird er. Und damit sind die Nährstoffe aus dem System raus. So. Und irgendwann wächst da nichts mehr. Warum? Weil tropische Böden gehören zu den ältesten Böden der Welt, und darauf wächst seit Jahrmillionen eben der tropische Regenwald. Und seit Jahrmillionen hat dieser Wald außerordentlich tiefreichende Wurzeln, die im Laufe der Zeit jedes bisschen Nährelemente, was in diesem Boden noch drin gesteckt hat, rausgezogen haben, irgendwie aufgenommen haben und dann gestorben sind. So, und wenn ein Baum stirbt, dann kann seine Wurzel im Boden zersetzt werden und die Bestandteile der Wurzel fügen dem Boden die Nährstoffe, die sie vorher aufgenommen haben, wieder zu, und dann sind die Nährstoffe wieder da. Aber alles, was oberirdisch gewesen ist, was im Stamm, in den Blättern, in den Ästen gesteckt hat, bleibt da erstmal bzw. fällt jetzt irgendwann runter. Ja, und weil alle anderen Pflanzen des Waldes, insbesondere die, auch Interesse eben an den Bestandteilen des soeben gestorbenen Nachbarn haben, nehmen die fast sämtliche Nährstoffe aus den Ästen, Blättern etc. pp. Des eben gestorbenen Urwaldriesen auf, bevor das Ganze nennenswert im Boden angelagert wird, eingelagert wird. Ja, und deswegen dörrt der Boden sozusagen immer weiter aus, selbst in einem intakten tropischen Regenwald, der nie irgendeine Menschenseele gesehen hat, ist über die Jahrmillionen quasi kaum noch irgendein Nährstoff im Boden. Da steckt alles in den Pflanzen und befindet sich in einer kurzfristigen Rotation, nennt man Turnover, in der quasi was aufgenommen wird, verbaut wird, der entsprechende Besitzer des Verbauten stirbt, dessen Leiche wieder aufgenommen wird, verbaut wird, jemand anders damit wächst, und dann geht der ganze Spaß wieder von vorne los. Das ist ein riesen Kreislauf geschehen, und jetzt kommen wir, holzen den Wald ab bzw. brennen ihn nieder. Sämtliche Rohstoffe liegen in Form von Asche vor. Die Asche nutzen wir als Dünger für den Soja. Den Soja verschiffen wir nach sonst wo. Die Nährstoffe sind weg. Was bleibt zurück? Ja, quasi ein völlig ausgedörrter Boden, auf dem nichts mehr wächst. Und zwar wirklich gar nichts mehr. Prinzipiell erstmal gar nichts mehr. Man kann dann ein bisschen nachhelfen, indem man billigen Kunstdünger drüber kübelt, und dann wächst da dann halt doch nochmal irgendwie ein bisschen was. Ist aber ein sehr teures Verfahren, und die Renaturierung bzw. Wiederfruchtbarmachung solcher ausgedörrter Böden ist sehr, sehr teuer. Da ist es viel einfacher, solange man noch jede Menge Tropenwald zur Verfügung hat, den halt einfach auch wieder die nächste Fläche platt machen, wieder abbrennen, also die wertvollen Hölzer vorher rausziehen, wieder abbrennen, wieder Soja draufstellen etc. pp. Und der ganze Spaß geht von vorne los. So, und dieses Prozedere war bis vor, ich sag mal 10, 15 Jahren, die einzige Art und Weise, wie tropische Regenwälder bewirtschaftet worden sind. Ja? Entweder
Sie waren Urwald und vom Menschen unberührt, abgesehen eben von den indigenen Völkern, die drin leben, sofern denn da an der Stelle gerade welche drin leben. Oder sie wurden so genutzt. Da gab es nichts dazwischen. So. Und weil das scheiße ist, hat man sich auch seit etwa 40 Jahren damit beschäftigt, dass das doch nicht so weitergehen kann. Und man wusste also schon ziemlich lange, beziehungsweise weiß schon ziemlich lange, dass die Welt auf tropischen Regenwald so ein Stück weit angewiesen ist. Na, der ist nicht ganz unwichtig, so global und so weiter. Das will ich jetzt gar nicht weiter ausführen, aber es gibt kaum einen einzelnen Ökosystemtyp auf dem Planeten, der, mal abgesehen vom Ozean, so wichtig wäre wie eben die tropischen Regenwälder. Daher, ja, das gibt quasi nichts Wichtigeres, wie gesagt, außer Ozean. So, und weil einem das langsam klar wurde, wurde sich da eben intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt und im Grunde hat man mit den Leuten in den Tropenländern diskutiert, was man denn tun kann, dass die den Wald bitteschön nicht abholzen mögen. Und vielleicht gab es hier und da auch mal Erfolge auf der politischen Ebene, dass es da bilaterale Abkommen gegeben hat zwischen eben zum Beispiel Brasilien und uns, dass wir irgendwie ein bisschen was zahlen, Brasilien nicht ganz so viel abholzt etc. pp. Hat es in der Vergangenheit immer mal wieder Gespräche in diese Richtung gegeben, aber folgendes Problem. Unabhängig von den politischen Bemühungen der verschiedenen Regierungen der Welt, irgendwie in den Tropenregionen den Wald zu erhalten, sehr viele Bemühungen waren es übrigens nicht, weil die Tropen sind weit weg und darum hat es uns nicht wirklich interessiert. Uns heißt Europa und erst recht die USA hat das auch nicht groß interessiert und China hatte damals noch nichts zu melden. Ne? Daher, ja, die Bemühungen hielten sich in Grenzen. Davon abgesehen hat sich neben der regulären Holznutzung durch die jeweiligen Staaten, sprich durch Menschen, die im Staat Steuern zahlen und in die Struktur des Staates integriert sind, mal mehr, mal weniger, mal ein bisschen mehr korrupt, mal ein bisschen weniger korrupt, hat sich zusätzlich noch eine regelrechte Holzmafia entwickelt, häufig aus Ausländern, häufig Weiße, die da vor Ort hingegangen sind mit einem gewissen Kapital, sich dann entsprechend ein paar Hautraufs angeheuert haben und schlicht und ergreifend mit Gewalt und dem Recht des Stärkeren sich irgendwo im Wald, irgendwo im Nirgendwo-Wald wohlgemerkt, niedergelassen haben und da angefangen haben, eben auch Waldplatz zu machen, auch wieder mit Brandrodung, nur dass es denen ziemlich egal war, hinterher irgendwas Landwirtschaftliches anzupflanzen. Zum Teil findet das auch oder hat das auch stattgefunden, ebenfalls durch diese völlig illegal operierenden Unternehmen aus aller Welt, die sich da in den Tropen breit gemacht haben, aber vor allen Dingen waren die interessiert am Holz, in den wertvollen Stämmen, nicht eben an dem ganzen Unterholz, das da einfach mit draufgegangen ist, damit man schneller vorwärts kommt. Und gerade auch, weil die gar nicht so sehr an der landwirtschaftlichen Nutzung hinterher der gebrandrodeten Flächen interessiert waren, sind die viel schneller vorwärts gekommen, weil sie eigentlich nur abschneiden, anzünden und so weiter und dann fröhlich immer weiter vorwärts, solange der Diesel im Bagger reicht. Ja? Und die haben dann ihr Holz völlig illegal in alle Welt exportiert. Und als es noch keinerlei Zertifikate gab, ob ein Holz jetzt wenigstens legal geschlagen ist oder nicht, konntest du als Holzeinkäufer in Europa in keinster Weise irgendwie unterscheiden, wo dein Tropenholz denn jetzt herkommt. Die Chance, dass es also aus irgendeinem völlig illegalen Raubbau stammt, war sehr hoch. So. Und da das ohnehin mehr oder weniger rechtsfreier Raum gewesen ist, wo sich die Holzmafia da rumgetrieben hat, also Brasilien, Indonesien, Kongo-Becken in Afrika, um mal die drei Hotspots der Holzkriminalität zu nennen, gab es da wirklich regelrechte mafiöse Strukturen mit jede Menge Mord und Totschlag, wahrscheinlich viel mehr Mordfällen, als jemals aufgeklärt worden sind, mit konstruierten Systemen der Abhängigkeit, heißt, jemand wird quasi ins Holzlager gezwungen, die Frau von ihm wird zum Beispiel gefangen genommen, darf sich dort dann prostituieren, um ein bisschen was zu essen zu bekommen, er muss quasi Holz fällen für den Verein, kriegt dann Spielgeld, was nur im Lager des Holzvereins ausgegeben werden kann, zu super, super teuren Preisen, um ein bisschen was zu essen zu haben und mit der Hoffnung ist ein ganz trügerisches Mittel, das hat ja damals
mit Sklaven auch so funktioniert. Siehe Gladiatoren in Rom, die ja theoretisch irgendwie nach x Siegen in der Arena sogar freigelassen werden hätten können, vorsichtig ausgedrückt. Da bin ich kein Experte, aber zumindest ist das ein Funken Hoffnung, der ein Sklavendasein vielleicht nicht unbedingt erträglich macht, aber einen auch davor bewahrt, sich einfach gegenseitig den Schädel einzuschlagen, wenn man keinen Bock mehr hat auf die ganze Scheiße, zum Beispiel. Ja, und da hatten sie eben einerseits eben das Druckmittel, dass sie die Frauen quasi gefangen genommen haben und prostituiert haben, plus die Tatsache, dass man ja die Schuld, die man hat, um das Land, was einem ursprünglich gehört hat, jetzt mal regulär zu kaufen, abarbeiten kann, und danach kann man erstens seine Frau wieder mitnehmen und zweitens ganz in Ruhe wie früher auf seinem eigenen Land leben und alles ist gut und man kriegt vielleicht sogar noch eine kleine Rente oder noch irgendeinen Haufen Geld obendrauf, was natürlich nie jemand bekommen hat, was aber als Versprechen erstmal im Raum stand. Nur um mal noch ein Beispiel, was jetzt nicht in dieser schönen Doku gezeigt wurde, ist beziehungsweise thematisiert worden ist, anzusprechen, was es da alles gibt in Sachen Holzmafia. Ne? So, und in dieser Zeit, da befinden wir uns jetzt so grob im Jahre 2000 etwa, ganz, ganz grob. Da kam man jetzt zum ersten Mal so ein bisschen auf die Idee, dass es doch eine gute Idee wäre, dieser zumindest mafiösen Struktur ein bisschen das Handwerk zu legen, weil die halt an überhaupt keine Regulierungen gebunden waren, indem man kein Tropenholz mehr einkauft, ne, als reiche Länder, weil sie haben es ja in die reichen Länder verkauft, sprich zu uns nach Großbritannien, USA etc. pp., wo du einigermaßen hohe Gewinne erzielen konntest, wovon natürlich der kleine Arbeiter vor Ort, der Brasilianer, der Indonese, um das jetzt mal kurz zusammenzufassen, die Region, ohne das Böse zu meinen, ja, es sind natürlich viele Staaten, die da in Indonesien eine Rolle spielen, aber die haben da nichts von gesehen, gar nichts. Ne? So, und die Idee jetzt also der Holzmafia das Handwerk zu legen, indem man kein Tropenholz mehr kauft, das mag ein Stück weit funktioniert haben. Das Geschäft wurde für die weniger lukrativ. Der Mist war aber, dass ohne eine Entscheidungsmöglichkeit, was jetzt Unterscheidungsmöglichkeit, was legales Tropenholz ist und was nicht legales Tropenholz ist, was von den entsprechenden Ländern exportiert, also wirklich den Staaten, Brasilien zum Beispiel, exportiert worden ist, um Geld zu verdienen auf dem internationalen Markt, weil es sich zum Beispiel bei Borneo um eine Insel handelt, die kaum Rohstoffvorkommen hat und Holz ein zentraler und sehr wertvoller, gerade Tropenhölzer, ne, Rohstoff nun mal sind, den sie haben. Ja, und wenn die jetzt am öffentlichen modernen Leben teilnehmen wollen, spätestens seit sie Fernsehen und seit sie Internet haben, wissen die, wie es sonst wo auf der Welt zugeht und wollen das zum Teil auch haben. Reichtum von anderen erzeugt in armen Ländern immer einen völlig berechtigten Neid in Anführungszeichen oder eben das Bedürfnis nach Gerechtigkeit, das doch auch haben zu dürfen. Reichtum kann auch nicht davon abhängen, ob du richtig geboren worden bist. Handbuch für die Karriere, Kapitel 1. Richtig geboren werden. Kapitel 2. Man kann bei der Wahl seiner Eltern nicht vorsichtig genug sein. Ja, beides schwer umzusetzen und damit haben wir da einfach eine riesen Ungerechtigkeit, die natürlich bis heute besteht und ein grundsätzliches Phänomen ist, das wir überall auf der Welt antreffen können. Der Unterschied zwischen Arm und Reich zum Teil einfach, zu großen Teilen, meistens einfach durch Geburt festgelegt. Ne? Bist du Millionenerbe, dann brauchst du eigentlich nichts können, außer später Millionen zu erben. Und allein in Deutschland geboren zu sein, selbst als Nicht-Millionenerbe, bringt dir viele, viele Vorteile. Noch besser wärst natürlich, du wärst Norweger oder Schweizer. Oder beides als Norwegerin und Schweizerin. Ne? Selbstverständlich. So, muss kurz einen Schluck trinken. Also, die entsprechenden Staaten haben jetzt also versucht, ihre Holzmafia loszuwerden, teilweise schlicht mit Waffengewalt, mit Polizei gegen die vorzugehen. Dummerweise war die Polizei halt nicht besonders gut bezahlt und die Holzmafia hatte Geld und dann ist das schlicht an Korruption gescheitert. Auch die Beamten vor Ort, Behörden vor Ort, die dafür zuständig gewesen wären, wären natürlich auch empfänglich gegen das eine oder andere sehr dicke Geldbündel, was die Holzmafia zuhauf hatte. Und damit hat das nie wirklich funktioniert. So,
Und wie gesagt, die internationalen Bemühungen, einfach kein Holz mehr einzukaufen, haben dann diese Länder mit Tropenwäldern nur noch ärmer gemacht, weil die Einnahmequelle, die Haupteinnahmequelle der regulären Wirtschaft des Landes, nicht der mafiösen, sondern der regulären, damit eben ebenfalls zum Versiegen gekommen ist. Und das war auf die Dauer ein Scheißzustand. Ja, jetzt haben wir also zwei Faktoren, die quasi am Wald rumsägen. Einmal die reguläre Wirtschaft des Landes, weil ihr nichts anderes übrig bleibt, weil es der einzige Rohstoff ist, den es dann nun mal gibt. Und die Leute Hunger haben. Und wenn du Hunger hast, dann scheißt du auf Klimawandel, dann scheißt du auf Biodiversität, dann sägst du einen Baum um, wenn der dir einen Schnitzel verschafft. Oder eine Schüssel Maisbrei. Oder viel mehr wird es ja selten gewesen sein unter diesen Bedingungen. Aber das ist alles menschlich voll und ganz nachvollziehbar. Und dabei werden dann halt von der Mehrheit der dort lebenden Menschen, was nicht mehr ganz menschlich nachvollziehbar ist, aber nun mal der Realität entspricht, dann auch die Rechte der indigenen Völker, die nicht Hunger leiden müssen, weil sie mit ihrer Lebensweise, die sich über Jahrtausende im geschlossenen Wald bewährt hat, sehr wohl wunderbar klarkommen und der Dschungel reichlich Essen für alle, solange der Stamm nicht viel zu groß wird, da müsste man ein bisschen expandieren, aber auch dann wäre das ja überhaupt kein Problem, bietet, ja? Mit dieser traditionellen Lebensweise. Allerdings ist die traditionelle Lebensweise eben dann auch auf ein mehr oder weniger Leben in der Steinzeit, in Anführungszeichen, oder eher Holzzeit, muss man da sagen, mit ein paar Knochen, ein paar Hörnern, ein paar Dornen, die da im Wald sonst so anzutreffen sind, beschränkt. Ja? Und wer das nicht mehr möchte, weil sich rumgesprochen hat, ey, die haben da drüben Alkohol, ey, die haben da drüben sonstige Drogen, ey, die haben da drüben Fernseher, Playstation, sucht euch was aus, ja, dann ist das blöd. Ja, da muss man schon wollen, dann noch weiter diese traditionelle Lebensweise zu leben, sobald man gelernt hat, was es auch für andere Lebensweisen gibt. Und da musst du nur irgendeine moderne Sitcom oder ähnliches angucken im Fernsehen, das du gerade bekommen hast. Das musst du noch nicht mal verstehen. Die Sprache ist scheißegal. Die Lebensweise, wie die da gemütlich im Restaurant hocken, krasse Dinge essen, tolle aussehende bunte Drinks trinken und ähnliches, das reicht schon vollkommen aus. Ja? Und damit sind viele Indigene dann auf einmal auch nicht mehr daran interessiert gewesen, Indigene zu sein und ihre traditionelle Lebensweise aufrechtzuerhalten, was da ein Riesenproblem gewesen ist, natürlich. Und die ganzen anderen Leute in diesen Ländern, die es da sonst noch gab, die ebenfalls arm waren, beziehungsweise sogar noch ärmer, weil sie nicht aus dem Wald leben konnten, die mussten ihre Familien auch irgendwo versorgen. Und da war die einzige Möglichkeit, wenigstens einigermaßen was zu essen auf den Tisch zu bekommen. Ich habe es ja schon gesagt, geh in die Forstwirtschaft, fäll Bäume in deinem eigenen Land, mach deinen eigenen Urwald platt, damit du was zu beißen hast. So, und nochmal. Ja, die internationale Politik hatte im Grunde jetzt zwei Möglichkeiten. Beziehungsweise die hat bis heute auch die zwei Möglichkeiten. Eine dritte, bessere Möglichkeit ist bisher noch keinem eingefallen. Möglichkeit 1, beziehungsweise eigentlich sind es vier Möglichkeiten. Möglichkeit 1, egal, geht uns nichts an, ist weit weg. Ja, da haben wir dankenswerterweise inzwischen begriffen, dass das keine so wirklich gute Lösung ist. Möglichkeit 2, wir kaufen kein Tropenholz mehr, um es unrentabel zu machen, überhaupt Tropenwälder abzuholzen. Dummerweise verhungern dann aber halt eben die entsprechenden Länder, beziehungsweise deren Wirtschaft wird vernichtet. Das ist wie ein riesiger Wirtschaftsboykott gegen die, obwohl die im Grunde gar nichts getan haben. Schwierig, ja? Menschlich außerordentlich schwierig. Keiner mehr will mit denen irgendwie Holz handeln. Davon abgesehen, da müssten alle mitmachen. Der eine, der da nicht mitmacht, zum Beispiel China, die kriegen dann wirklich exklusiv ein Monopol auf sämtliche Tropenhölzer der Welt und können die dann möglicherweise weiterverkaufen, weil mit China willst du dann ja doch handeln, weil du ja davon profitieren möchtest. Zurzeit ist das ja durchaus lukrativ, von China zu profitieren, beziehungsweise dem Handel mit China. Und schwuppdiwupp bist du doch irgendwie wieder am Tropenholzgeschäft beteiligt, auch wenn du es nicht direkt in den Tropen einkaufst. Heißt, ein solcher Boykott, abgesehen von den diversen negativen Folgen, hätte schlicht und ergreifend nicht funktioniert und ist auch gescheitert, die Versuche, diesen Boykott herbeizuführen. Das ist unter anderem gemacht worden durch Naturschutzorganisationen, die dann eben zum Boykott aufgerufen haben. Zum Teil gab es auch politische Stimmen, die das gefordert haben, aber das können wir abschließen. Das Thema der Boykott hat nicht funktioniert. Aus mehreren Gründen nicht. So,
Und jetzt war die Frage, was machen wir denn alternativ? Bekämpfen wir die Holzmafia? Das geht im Prinzip letztendlich nur mit Waffengewalt, wenn man sie nicht wirtschaftlich ausräuchern kann. Ging nicht, weil Korruption. Eigene Armee dahin schicken, scheiße, willst deine eigenen Soldaten nicht verlieren, hast keine Berechtigung dafür und die entsprechenden Länder sind auch nicht so scharf drauf, dass da jetzt irgendjemand mit seinem eigenen Militär anrückt, um die Holzmafia zu bekämpfen. Also auch doof. Was nun? Hä? Und letztendlich ist die Idee, auf die man kam, beziehungsweise es gab zwei Ideen, auf die man kam, und das sind unsere Lösungsansätze 3 und 4. 3 ist, wir geben den Ländern einfach so viel Geld, dass die gar nicht mehr Holz fällen müssen und bezahlen die quasi dafür, dass sie auf unseren globalen tropischen Regenwald aufpassen. So. Das Angebot hatte irgendein Vorgänger von Bolsonaro, da gibt es ja jetzt entsprechend auch dankenswerterweise endlich auch einen neuen Präsidenten in Brasilien, der bisher ganz, ganz okay wirkt. Ich bin da vorsichtig optimistisch. Aber wie dem auch sei, jedenfalls ein brasilianischer Präsident hatte da mal angeboten, eine große Fläche Regenwald, die ja gerade legal, ne, also auf wirklich nationaler, staatlicher Ebene kurz davor war zu nutzen. Da gab es dann Proteste, dass das ein besonders wertvoller Regenwald sei und dann hatte er angeboten, der zivilisierten Welt sozusagen, ja, angeboten, den Wald dann doch einfach zu mieten, damit er stehen bleibt und wollte dafür, ich weiß es nicht, ich glaube eine Milliarde oder was er da haben wollte, ja, von der Welt. Eine Milliarde für die ganze Welt gesehen, das sind Peanuts. Ja, das ist echt nicht viel. So, und der eine oder andere Staat hat mal eine Million angeboten. Eine Million ist für einen Staat auch nicht viel. Ja, wir merken ja, was zum Teil unsere Regierung ausgibt für verschiedene Projekte, mal sinnvoller, mal weniger sinnvoller, was allein Autobahnbau zum Teil kostet und so weiter. Eine Million ist lächerlich. Das ist lächerlich, ja. Aber das war das höchste der Gefühle. Ich weiß nicht mehr genau, was Deutschland angeboten hat, ob Deutschland was angeboten hat. Viel war es jedenfalls nicht. Und das ganze Ding ist geplatzt. Der Regenwald ist gerodet worden, ist heute schon lange weg, ist lange über Soja und Ölpalmenplantagen zu einer mehr oder weniger degradierten Landschaft geworden, weil eben der Versuch, quasi einfach die Tropenwaldländer dafür zu bezahlen, die globale Biodiversität hochzuhalten, schlicht und ergreifend am fehlenden Willen, dass man dafür Geld ausgeben möchte, der reichen Länder scheitert. Punkt. Ja, das funktioniert nicht. Alle Versuche, das jemals nochmal anzugehen, funktionieren nicht. Das Einzige, was es gibt, sind rein private Organisationen auf NGO-Basis, die sagen, ja, allein der Quatsch mit Krombacher und ihrem dämlichen Quadratmeter Regenwald für einen Kasten Bier, was alles auch nur so, ne, bedingt. Es gab ja viel Kritik, dass das Greenwashing sei. Allerdings muss man aus heutiger Sicht sagen, dass die inzwischen schon einiges umgebaut haben in ihrem Unternehmen, was erheblich besser ist als vorher. Und immerhin 5,3 Millionen Euro sollen inzwischen tatsächlich auf Borneo, lustiger Zufall, in den Schutz von Torfmoor-Regenwäldern geflossen sein. Das ist prima, weil das ist ein riesen CO2-Speicher und 5,4 Millionen Euro ist zumindest mal mehr, als ich damals die Bundesrepublik hat leisten wollen, um ja eben da mal ein Stück Regenwald retten zu wollen in sonst wo, in Anführungszeichen. Von daher aus heutiger Sicht damals bestimmt Greenwashing gewesen, weil die Firma sonst überhaupt nichts für die ihre CO2-Bilanz getan hat, aber ja, die haben draus gelernt. Soweit ich das jetzt auf die Schnelle recherchieren kann, ohne jetzt Krombacher hier irgendwas Böses oder zu viel Gutes tun zu wollen. Ich selbst trinke das Zeug nicht, ich trinke gar kein Bier. Von daher ist mir das relativ egal, das Unternehmen. Aber es gibt schon die Möglichkeiten, dass du mit irgendwelchen Firmen oder NGOs zusammenarbeitest, die dann eben sagen, komm, gib uns Geld, dafür schützen wir so und so viel Regenwald, beziehungsweise dass man den einfach kaufen kann. Gibt es zig Beispiele, man kann auch in Regenwald investieren, irgendwelche Tropenforst-Investments machen, dass der Regenwald quasi stehen gelassen wird, ganz behutsam hier und da mal ein einzelner Baum rausgeholt wird, also doch eine Bewirtschaftung stattfindet, aber ohne den Wald gleich platt zu machen. Und
Und damit man dann letztendlich eine Rendite, was wird versprochen, so irgendwas zwischen 1,5 und 2,5% bekommt. Das ist jetzt nicht gerade super. Das war vor ein paar Jahren immerhin noch mal ganz nett, weil auf der Bank hättest du noch weniger bekommen. Da jetzt die Zinsen wieder steigen, werden solche Forstinvestments, deren Rendite dadurch nicht steigt, wahrscheinlich jetzt wieder super unattraktiv. Das ist scheiße für den Erhalt des Waldes, weil eigentlich war das eine dufte Sache. Unser Eins hat sogar noch eine Gegenleistung, mal abgesehen vom ideellen Wert, fürs Retten des Waldes bekommen, fürs Ausgeben von Geld vor Ort. Und die hatten da was zu tun und die haben da auch einen wirtschaftlichen Kreislauf in Gang gebracht. Es ist nicht nur, dass da einfach Geld reingeschoben wird, ein stetiger Strom von Geld in Land X. Ja, und in Land X muss keiner mehr arbeiten und alle leben wie im Schlaraffenland und müssen nur aufpassen, dass ihr Wald nicht umfällt. Und schwuppdiwupp geht es allen in Land X super. Dann gibt es plötzlich ganz viele Leute, die nach Land X einziehen wollen und zuziehen wollen, weil man da nicht arbeiten muss und einfach so Geld bekommt dafür, dass da hinten Wald steht. Wäre auch eine dumme Lösung gewesen. Ja? Also da gibt es ganz viele Schwierigkeiten, dass das einfach mal abgesehen von der mangelnden Bereitschaft der Weltgemeinschaft, dafür Geld auszugeben, woran hättest du das koppeln sollen und wie viel hättest du dafür zahlen wollen? Und wie gesagt, was macht das Land dann sonst, wenn es seinen kompletten Wald in Ruhe lassen muss? Jetzt gehen wir mal im krassesten Fall davon aus, wir hätten wirklich so viel Wald wie möglich aufgekauft oder bezahlt, dass er stehen bleibt, nach Möglichkeit allen. Jedes bisschen Tropenwald ist wertvoll, daher wäre das so gesehen eine sinnvolle Aktion gewesen. Das wäre völlig bekloppt, ja, dann hast du da ein Land mit Geldempfängern, die aber ansonsten fast nichts zu tun haben, außer ein kleines bisschen Landwirtschaft auf dem bisschen Fläche, was für Landwirtschaft taugt, weil sie keinen neuen Waldroten kommen und neue Flächen dafür zu bekommen, aber was ja auch egal ist, weil sie ja Geld in den Hintern geboostet bekommen und damit auf dem internationalen Markt problemlos alles, was sie so brauchen, einkaufen können. Ja, klingt irgendwie falsch, ja, klingt irgendwie komisch. Und hat auch deswegen wahrscheinlich nie stattgefunden, weil das viele Leute scheinbar nicht eingesehen haben, so eine Vorgehensweise. So, und das bringt uns zu Lösungsansatz Nummer 4, der dann nach viel Diskutieren, viel Forschung, viel internationaler Zusammenarbeit, viel Entwicklungshilfe letztendlich und auch Geld, was dafür ausgegeben wurde, in Kooperation mit moderner Forstwirtschaft aus Ländern, die eine moderne Forstwirtschaft, eine nachhaltige Forstwirtschaft haben. Sehr viel beteiligt waren da auch wir. Das ist so, ja, da will ich uns gar nicht zu sehr loben. Das ist tatsächlich so. Und dann hat man ein paar Verfahren ausgearbeitet, wie man denn versuchen könnte, einen Mittelweg zu finden. Ah, und dieser Mittelweg, den es inzwischen gibt und den wir auf Borneo gesehen haben, um jetzt mal zurück zur Steuerung F-Doku zu kommen, ist zum Beispiel Selective Logging oder Low Impact Logging. Von Selective Logging ist kurz die Rede, wo es um den Satellitenbildvergleich geht. Ich blende euch mal ein, wo ihr das genau sehen könnt und werde da auch zwei, drei Screenshots wahrscheinlich zu dem Thema noch kurz einblenden. Und da kann man dann sehen, wie eben vorher, nachher der unbeeinflusste Urwald und dann der Urwald, nachdem da eben ein Siegel für nachhaltige Forstnutzung ausgesprochen wurde und der Wald nachhaltig mit fetten Anführungszeichen dann genutzt wurde. So, die Idee dieser neuen, in Anführungszeichen, nachhaltigen Nutzung der Tropenwälder besteht darin, dass man sich das Prinzip zunutze macht, dass, wie eingangs erklärt, ja nur wenige wertvolle Bäume pro Hektar in Tropenwäldern rumstehen. Das heißt, die wenigen wertvollen Bäume, die es da gibt, die werden selektiv entnommen, die werden gefällt, reißen dabei natürlich alles vieles andere mit sich, aber beim gefällt werden ist es trotzdem nur der eine Baum und alles andere bleibt stehen. Man versucht auch mit nur einem Gerät, in Anführungszeichen, einer kleinen Mini-Raupe, nicht gleich so einem riesigen, gigantischen Bagger, an die entsprechenden Baum ranzufahren und nutzt zur generellen Logistik einzelne Straßen mehrfach. Ja, auf gut Deutsch legt man große Maschinenwege in den Wald an. Das ist auch das, was wir im Satellitenbild dann sehen können. Die große gerodete Fläche, die ja wirklich ein bisschen schlimm aussieht. Aber das ist auch die eine Hauptstraße, auf der dann letztendlich auch der LKW fahren kann, welcher dann für ja eben den Großteil des Holzabtransports, was dann natürlich mit schwer beladen, mit dicken, fetten Reifen und großem Druck auf den Boden dann stattfindet letztendlich.
So, was ihr hier sehen könnt, sind die Kriterien für sogenanntes Reduced Impact Logging von der ITTO, International Tropical Timber Organization. Die sind sehr groß. Ja, ob die die beste sind, das ist saumäßig schwierig zu sagen in diesem Thema. Aber diese Kriterien reduzieren eben den Einfluss der Holznutzung auf Tropenwälder doch ganz massiv. Und die wollen wir mal ganz kurz so angesprochen haben. Da wäre zum einen, dass man sich den Wald mal vorher anguckt und eine Karte zeichnet und eben die Crop Trees, das sind die wertvollen Bäume, also die, um die es letztendlich geht, markiert. Und dann sucht man sich da eben im Prinzip ein gutes Straßennetz aus, überlegt sich das vorher, wie man da am besten hinkommt, nimmt Rücksicht auf Waterways und muss da eben gegebenenfalls noch Crossings organisieren, sprich mit dem schweren Gerät einfach durchfahren, überlegt sich einfach, wie kann man das machen, ohne gleich völlig egal, einfach alles verbrannte Landschaft hinterlassen. Ne? Wichtig ist auch das Pre-Harvest Vine Cutting, entschuldigt mein Englisch im Übrigen, aber da werden einfach Lianen und andere Kletterpflanzen, die es da eben zu häufen gibt, wir wissen ja, Tarzan schwingt sich von Ast, nicht von Ast zu Ast, sondern von der Liane von Baum zu Baum, was so übrigens gar nicht funktioniert, die hängen nie frei, die sind immer im Boden verankert, man kann sich an den Dingern nicht rumschwingen, aber egal. Die sind häufig deswegen sehr hilfreich, wenn man sie vorher abschneidet, da sie eben die Bäume miteinander verbinden. Und wenn du sie vorher wegschneidest, kannst du den einen Baum, den du fällst, und auch wirklich nur den einen Baum, den du fällst, umwerfen, ohne gleich den halben Wald mitzureißen, sozusagen. Construction of Roads. Zum Teil geht es heutzutage auch ein bisschen befestigte Wege, die dann einfach die Gesamterosion reduzieren und man kann diese Befestigung theoretisch irgendwann auch mal rückgängig machen oder der Weg hält einfach länger und kann mehrfach befahren werden über einen längeren Zeitraum der Forstnutzung, da solche Wälder, die jetzt schon mal in Nutzung sich befinden, dann natürlich auch langfristig genutzt werden können, wenn mal wieder ein wertvoller Baum nachgewachsen ist. Da reden wir von 100 Jahren, ne? Aber das ist in jeder anderen Form von Forstwirtschaft auch über solche Zeiträume, dann kann man auch auf der gleichen Straße möglicherweise nochmal hinfahren und das macht das Ganze auch wieder günstiger bzw. rentabler für die Leute vor Ort. Da ist also auch nichts schlecht dran. Also jedenfalls, natürlich wäre den Wald komplett in Ruhe lassen immer besser, ja, das muss uns klar sein, aber solange das keine Option ist, so. Ja, die restlichen Dinger könnt ihr euch gerne selber noch durchlesen, falls ihr es nicht schon getan habt. Das waren so nur mal ein paar Beispiele, die ich kurz ansprechen wollte. Ja, und das Resultat ist eben zwar kein Urwald mehr und kein unbeeinflusster Wald, aber es ist noch ein Wald. Und das ist der Knackpunkt. Ja, und eben dieses Low-Impact-Logging, das lässt sich mit einfachster Technik ausführen. Es braucht wirklich, man kann irgendwelche ausrangierten Kleinstbagger dafür irgendwo in der Welt erwerben, bringt die dann in entsprechendes Land, wo das dann halt eben eine Rolle spielt und das Land auch schon. Dann brauchst du noch ein paar ausrangierte alte Motorsägen im schlimmsten Fall. Mit denen haben sie aber auch vorher die Bäume schon gefällt. Das ist also vorhanden. An der Technik ändert sich nicht viel und eventuell brauchst du noch eine Seilwinde. Das kostet auch nicht die Welt. Das war's. Und allein das Wissen um die Mehrfachverwendung der einzelnen Wege und dass man nicht flächig die Landschaft befährt und einfach überall durchs Gebüsch durchfährt und alles aus dem Weg brennt, was stört, die Versuche vorsichtiger vorzugehen und damit einhergehend natürlich auch der geringere Ertrag, weil schneller geht's, wenn du alles platt machst, dann hast du mehr Holz pro Zeit, brauchst weniger Personal, das ein bisschen ausgebildet ist und dann jeder Dödel kann mit dem riesigen Bagger durchs Unterholz brechen. Zu wissen, wie man möglichst wenig Boden verdichtet und möglichst immer dieselben Wege verwendet, das braucht Know-how und ausgebildete letztendlich Fachkräfte, die das vor Ort beigebracht bekommen, dann auch logisch mehr Geld verlangen, was ja legitim ist, und besser bezahlt werden müssen und die gesamte Holzernte verteuert sich erheblich. So, wenn du dann aber, und das ist die Theorie, ja, das Holz dann auf legalem Wege mitsamt Steuern abführen etc. pp. Zoll und was weiß ich nach Europa verschaffen kannst, zum Beispiel, wo die reichen Leute hocken, ja, die für ein prinzipiell unglaublich hochwertiges Holz, Tropenhölzer sind in vielen technischen Eigenschaften, allem was bei uns wächst, nicht überlegen,
Aber in speziellen Fällen wirklich, ja doch, da sind sie überlegen. Tatsache. Ja. Zum Beispiel Tropenhölzer sind die dauerhaftesten Hölzer der Welt. Wenn du was haben möchtest, was nicht verrottet, Tropenholz ist das Beste. Ja, es gibt ein paar Sachen inzwischen bei uns, aber auch wirklich vielen Jahren der Forschung inzwischen, die da ein bisschen rankommen. Beispielsweise Robinie, die hat dann aber auch wieder andere Probleme und sollte auch nicht zu viel angebaut werden. Ja. Aber Robinie kommt an die Leistung von Tropenhölzern, was zum Beispiel die Verrottungsresistenz dauerhaft nennt man das, angeht, einigermaßen ran. So, aber jetzt eben, wie gesagt, in der Theorie hast du da jetzt eine funktionierende Volkswirtschaft, die vom Wald lebt, weil was anderes gibt es nicht, wovon man da leben könnte, und hast, wie gesagt, Steuereinnahmen, hast jede Menge Arbeitsplätze, es braucht auch mehr Personal, wenn du vorsichtiger die Forstwirtschaft betreibst, und hast Einnahmen für den entsprechenden Staat, hast internationale Zusammenarbeit etc. pp. Ja? Super, bilaterale Handelsbeziehungen, wie zum Beispiel zwischen der EU bzw. Deutschland und Borneo. So, und dafür, dass man sicherstellen kann, dass das Holz, was aus den entsprechenden Ländern kommt, auch wirklich von der Regierung, von der dortigen Volkswirtschaft erwirtschaftet worden ist, mitsamt Steuern, Sozialversicherung, sofern es das dann da gibt, zumindest so ansatzweise sollte es das geben, ne? Und allem drum und dran, dafür sind diese Siegel da. Ja? Dafür sind diese Siegel da. Das ist im Resultat dann erheblich besser und erheblich nachhaltiger als verbrannte Erde zu hinterlassen nach der Holzerntemaßnahme. Es ist aber nicht im engeren Sinne nachhaltige Forstwirtschaft, wie wir das hier bei uns in Deutschland betreiben können, weil die Wälder durch die teilweise sehr großen Trassen, die dann immer noch notwendig sind, um riesige Stämme zu transportieren, schon sichtbar, siehe Satellitenbild, aufgelichtet werden. Aber sie sind halt noch da, nochmal, ich kann das nicht oft genug sagen. Die Tropenholzer wachsen so schnell auch nicht nach. Der Wald wächst auf eine ganz andere Art und Weise nach, wie er ursprünglich die eigene Dynamik hatte. Das entnommene Holz, auch wenn es nur der Stamm ist, der relativ wenig Nährelemente enthält, fehlt trotzdem. Es ist ein Nährstoffexport aus einem sehr, sehr fehlenden bzw. sensiblen Lebensraum. Und das ist insgesamt, kann man das nicht wirklich als richtig nachhaltig bezeichnen. Du holst da definitiv mehr raus, als im gleichen Zeitraum nachwachsen kann, was so die einfache Definition der forstlichen Nachhaltigkeit ist. Aber die Nährstoffe, die du exportierst, die fehlen halt wirklich. Und es ist auch nicht damit getan, durch die Bodenverwundung, also zum Beispiel Dünger jetzt einfach drauf zu schmeißen, um das Fehlende zu ersetzen, weil durch die Bodenverwundung wird der Mineralboden freigelegt an der Stelle. Der Mineralboden in den Tropen, das ist häufig Kaolinit, um mal einen Fachbegriff zu nennen, ist ein furchtbar wasserdurchlässiges Zeugs mit groben Poren, wenn da Nährstoffe draufgeschmissen werden, zum Beispiel eine Ladung Mist. So, und jetzt regnet es. Und wir reden hier vom Regenwald. Ja, natürlich regnet es da täglich und zwar massiv. So, und da regnet es jetzt massiv drauf, dann wird das ganze Zeug, was du eben draufgeschmissen hast, jetzt erstmal in den Boden eingewaschen. Das ist schon mal ganz gut, da kommen die Wurzeln dann gut ran, kann dann von den Pflanzen gut aufgenommen werden, aber dummerweise am nächsten Tag regnet es wieder, und zwar massiv. Und dann wird das weiter runtergewaschen. Ist noch kein Problem, da sind immer noch Wurzeln, dann wird es weiter runtergewaschen. Und da sind dann vielleicht nicht mehr ganz so viele Wurzeln und es wird weiter runtergewaschen. Und ihr könnt euch ausdenken, wo das endet, im Grundwasser oder halt weg. Ja? Läuft auch selber hinaus. Jedenfalls lässt sich ein kaputter Tropenwaldboden, wo der Tropenwaldhumus verloren gegangen ist, und das kann man bisher noch nicht vermeiden, selbst nicht bei Selective oder Low Impact Logging, da macht man sehr viel kaputt. Ja, aber, ne? Worauf ich hinaus möchte, es ist das kleinere Übel. Da wir noch keine wirklich den Tropenwald rettende Lösung gefunden haben, ist diese deutlich langsamere Abholzung, die einen funktionierenden halbwegs, da gibt es auch große Schwierigkeiten manchmal, aber zumindest einen halbwegs, manchmal geht es auch ganz gut, ja, es gibt beide Seiten der Medaille, einen halbwegs funktionierenden Wald zurücklässt. So, und wenn wir uns jetzt aussuchen müssen, angenommen wir müssten das, müssen wir ja nicht, aber ob wir einen Tropenwald haben möchten,
der immer weiter gerodet und Palmen, roden, Palmen, roden, Palmen. Hinterher nix, 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 alles weg, alles degradiert. Und das geht einfach immer fröhlich weiter, weil wir auch nicht bezahlen wollen, dass der, gut, wahrscheinlich bezahlen wir am Ende dann 3-4 Nationalparks von winzigen Ausmaßen, die dann auch kein Regenwald mehr sind, weil der tropische Regenwald ist deswegen ein Regenwald, weil er sich den Regen selber macht. Die Bäume brauchen so viel Wasser, dass sie so viel Wasserdampf über die Blätter dann wieder abgeben, dass das eigene Wolken erzeugt, die dann direkt an Ort und Stelle wieder abregnen. Und selbst das Wasser, nicht nur die Nährstoffe aus dem Boden ab in den Baum, der Baum stirbt wieder in den Boden, ab in den nächsten Baum und so weiter, sondern selbst das Wasser, das da verbraucht wird, findet in einer Kreislaufwirtschaft statt, dass die selbstgemachte Wolke dich hinterher wieder gießt. Das ist ein sensationelles, einzigartiges, unglaublich faszinierendes Ökosystem und übrigens auch das einzige der Erde, das dieses Kreislaufsystem, was man spätestens seit dem König der Löwen für alle möglichen Ökosysteme intuitiv annimmt, das ist wirklich, wenn überhaupt irgendwo auf dem Planeten, nur im tropischen Regenwald, terrestrisch, ne, Ozean ausgeklammert, verwirklicht. Ja. Und das ist einfach unglaublich toll, aber halt unglaublich gefährdet. Gerade auch nach Bolsonaro, jetzt müssen wir ja, ich weiß, es geht um Borneo, aber Brasilien ist halt schon auch wirklich so ein Fall. Nach der verheerenden Politik von diesem Öko-Hitler, ja, das ist katastrophal, was da wieder an Wald hops gegangen ist. Und inwieweit es jetzt die aktuelle Regierung, die ja auch nicht unumstritten ist, schafft, das wirklich so richtig zu lösen, das Problem, und alles da aus dem Weg zu räumen, was an Widerständen auch noch teilweise in der eigenen Bevölkerung herrscht, sieht duster aus. So, und innerhalb des jetzt modernen Systems, was ja längst nicht überall etabliert ist. Es gibt längst nicht überall die Zertifikate. Es gibt längst nicht überall große Holzeinschlagsunternehmen, die wenigstens legal einschlagen. Wenn schon nicht nachhaltig, wenn schon nicht perfekt. Oft mit Skandalen, mit Misshandlung der Arbeiter, mit ja Mord zum Teil. Häufig sind das nämlich die Ex-Holzmafiosis. Was machen die jetzt, wenn die Holzmafia nicht mehr funktioniert? Ja, dann tun sie plötzlich so, als wären sie legal. Alle haben auf einmal vergessen, dass das bisher alles illegal war. Jetzt ist es legal, kriegt vom Staat Brief und Siegel drauf. Nun bringt nicht mehr ganz so viele Leute um. Man hat nicht mehr ganz so viel Sklavenarbeit oder zumindest ein bisschen versteckter und nimmt den Indigenen zwar immer noch Land weg, aber sie dürfen jetzt neuerdings 4 Hektar behalten. Ja. Und das ist immer noch scheiße. Und das kann man eigentlich nicht wirklich schönreden. Ja, aber zumindest die Nachhaltigkeitskomponente für den Wald ist in Teilen des Tropengürtels. Teilweise ist auch einfach nichts dergleichen vorhanden. Aber in Teilen des Tropengürtels ist die Abholzungsrate jetzt geringer durch diese neuen Verfahren. So, und dann sehen wir übrigens in der Doku auch noch, dann komme ich auch langsam zum Schluss, die Plantagen, die da hinterher stehen, durch die man kilometerlang durchfahren kann und den ganzen Tag nur durch irgendwelche Plantagen fährt und das Holz aus diesen Plantagen, so es zum Beispiel Eukalyptusplantagen sind, gilt auch als nachhaltig und kriegt auch ein Zertifikat. Warum ist das so? Naja, weil diese Plantagen, die sind schon da. Um ein Zertifikat für nachhaltiges Tropenholz aus Plantage zu bekommen, da gibt es zum Beispiel auch ein FSC-Siegel für, musst du vor allen Dingen ein Kriterium erfüllen, nämlich es ist nicht eine neue Plantage, es ist eine, die schon da ist. Und du darfst keine neuen Plantagen mehr anlegen, du musst mit dem arbeiten, was jetzt da ist. Das heißt, der Primärwald nebendran, der bleibt stehen. Du musst also irgendwie mit Düngung, mit anderen Methoden, mit Agroforstwirtschaft zum Beispiel, also Agrarlandwirtschaft plus Forstwirtschaft in Kombination. Das eine liefert die Nährstoffe fürs andere. Das Große beschützt das Kleine. Das Kleine sorgt dafür für Dünger, für das Große und, und.
Sand, verbessert den Bodenaufschluss, erhöht die Wasserrückhaltefähigkeit des Bodens, erholt die Nährstoffrückhaltefähigkeit des Bodens. Der Boden ist intensiver durchwurzelt, weil noch irgendwelches kleines Gemüse drunter steht, unter den großen Sachen. Wir sehen in der Doku ein paar Beispiele, wo das ganz gut funktioniert. Man kann ganz einfach eine gute Plantage von einer schlechten Plantage, eine gute in Anführungszeichen Plantage, ja, besser als Raubbau, völliger Raubbau ohne jede Kontrolle, ist eine gute Plantage definitiv eine Alternative. Ja? Besser als nichts zu machen. Nicht perfekt. Ja? In einer perfekten Welt gäbe es sicherlich noch bessere Lösungen. Keine Frage. Ja? In einer perfekten Welt bräuchten wir kein Holz, weil wir mit Harry Potter, puff, Rohstoff aus dem Nix herbeizaubern können. Ja? Aber die ist nun mal nicht gegeben. Eine gute Plantage hat Unterbau. Ja, da steht unten drunter ein Haufen Grünzeug. Du musst dich nach Möglichkeit mit der Machete durchhacken. Oben drüber stehen dann Eukalyptus oder sonstige Sachen. Meinetwegen auch Teak. Teak-Plantagen gibt es relativ viele. Sowas in die Richtung. Klar, das wird gefällt und dann ist es wieder weg. Und im ersten Moment mag es wie ein intakter Wald aussehen. Ist es nicht. Das sagt auch die Reporterin in der Steuerung F-Doku. Das ist vollkommen korrekt. Das ist kein intakter Wald. Aber er ist eine Einkommensquelle, ohne Urwald zu vernichten. Wichtig ist aber übrigens an der Stelle auch noch unbedingt, man kann einen Urwald nicht mehr wiederherstellen. Ja, wenn der weg ist, ist der weg. Die einzige Möglichkeit, wie wir ja, den wir noch haben, behalten können, ist eben, dass wir den nicht nutzen. Und dann kann so eine Plantage auch deswegen interessant sein, weil so eine Plantage eben nur aus den Hölzern bestehen kann, die sich hinterher auch verkaufen lassen. Das heißt, man muss nicht kilometerweise Regenwald schädigen, weil man 5 Bäume da draus haben möchte, sondern man hat hier eine effizientere Auswahl der Bäume, die letztendlich hochindustriell genutzt werden sollen. Ja, das ist alles nicht schön und wie gesagt, hat nichts mit dem Urwald zu tun. Aber es ersetzt eben die Vernichtung von Urwald und so eine Plantagenforstwirtschaft kann sogar noch günstiger sein als die Brandrodung in eben angrenzenden Urwaldgebieten, was das dann wirtschaftlich uninteressant macht, womit wir die Hauptquelle der Vernichtung von tropischen Urwäldern damit auch tatsächlich beseitigt hätten. Das muss man sich wirklich mal klar machen. Theoretisch, ne? Praktisch funktioniert das natürlich alles noch nicht. Und damit, wenn man jetzt wirklich mit der vorhandenen Fläche an Plantagen so viel Geld verdienen kann, dass es reicht, ja, und wir bereit sind, die das Zeug letztendlich überhaupt, wir sind die, die es hochpreisig kaufen können. Ja? Die Einheimischen können es nicht hochpreisig kaufen, die haben keine Kohle. Die würden niemals für das Holz, was sie in ihrem eigenen Garten umhauen müssen, jetzt viel Geld ausgeben können, weil jetzt auf einmal der Regenwald gerettet werden muss. Das sehen die nicht ein. Zu Recht. Kann man irgendwo menschlich nachvollziehen. Ja? Aber wir kaufen es hochpreisig. Und wenn wir das nicht machen, dann ist dieser Wirtschaftszweig im Eimer. Und dann musst du wieder dich auf die Mafia verlassen, die dir einen Hungerlohn zahlt, damit du nicht völlig verhungerst, billige Sklavenarbeitskraft bist und dann geht die ganze Scheiße wieder von vorne los. Was man unbedingt noch erwähnen muss, wenn man über auch die schlechte Situation der Indigenen auf Borneo spricht, denen der Wald weggenommen wird, von anderen Borneo-Einwohnern, die eben da auch wohnen. Ja, Indigene, vielleicht kann man deren Rechte irgendwie ein bisschen höher wertschätzen als das von irgendjemand anders, der da wohnt. Aber der Holzfäller, der da nebendran sagt, was hast du hier zu suchen, verschwinde hier, wir wollen hier Holz machen, der hat auch eine Familie zu ernähren, gegebenenfalls. Ja, es ist einfach zu sagen, Holzfäller böse, nachhaltig waldbewohnende Urvölker, gut, sind sie ja auch, keine Frage. Ja? Aber es ist nicht praktikabel, es ist zu kurz gedacht, es funktioniert nicht, es geht nicht auf. Das ist das Problem. Wir leben halt nun mal in einer bösen Welt, in der man mit Idealismus, man sollte vielleicht welchen haben, ist zumindest meine Überzeugung, aber mit Idealismus allein, ohne eine gewisse Portion Realismus, schwierig. Ja? So, und das muss man wissen. Und das muss man bedenken
Und dann kann man sich überlegen, ob man zertifiziertes Tropenholz nicht vielleicht doch kauft, wenn man einen Grund hat, Tropenholz zu kaufen. Grundsätzlich ist es aber immer besser, fürs mindestens Klimasystem, heimische Hölzer zu verwenden, weil die nicht um die halbe Welt transportiert werden müssen, bis man sie bei uns irgendwo einbauen kann. Ja? Das ist also auch ganz, ganz, ganz wichtig. Nicht Tropenholz kaufen, um den Tropen zu helfen. Das passiert zwar irgendwo ein Stück weit, aber müsst ihr euch keine Sorgen machen. Tropenhölzer werden schon genug gekauft, insbesondere von China. Die müssen jetzt auch zum Teil das Zeug auf dem legalen Weg erwerben. Zum Teil sehr, sehr ungern, hat man den Eindruck. Aber sie müssen. Und die USA kauft auch jede Menge Tropenhölzer, sowas in die Richtung. Das wird auch in nächster Zeit nicht aufhören. Also ob jetzt wir als kleiner, einer deutscher Verbraucher, selbst wenn wir vorhaben, was Größeres aus Holz zu bauen, jetzt dafür Tropenholz kaufen oder nicht, das macht die Sau wahrscheinlich nicht besonders fett. Aber man muss auch nicht wirklich Panik bekommen, wenn H&M zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, H&M wird nicht der nachhaltigste Konzern der Welt sein. Garantiert nicht, bin ich mir ziemlich sicher. Aber wenn die sagen, okay, wir bauen das zwar aus Tropenholz, aber es ist halbwegs nachhaltiges Tropenholz, dann besteht tatsächlich die Option, dass das stimmt. Ja, aber man muss das nicht von vornherein, nachhaltiges Tropenholz gibt es nicht. Das stimmt ja, technisch gesehen nicht, aber es gibt vertretbares Tropenholz, nennen wir es mal so, ja, weil die Umstände nun mal sind, wie sie sind. Hat jemand von euch zufällig irgendeine Idee, wie man bitteschön was noch Besseres entwerfen könnte, was noch besser funktioniert in den Tropen als Low-Impact-Logging und legalen Vertrieb von Holz? Womit können die sonst Geld verdienen? Gefühlte Touren durch den Dschungel. Ne? Ein Stück weit, ja. Aber das interessiert halt auch nicht jeden. Und Tourismus, ja. Schwierig, in Länder ohne Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Ähnliches reisen zu wollen. Gibt es da ja nicht immer, sage ich jetzt mal. Ich glaube, Borneo ist da gar nicht ganz so schlimm, weiß ich nicht. Müsste man sich schlau machen. Es ist kompliziert, es ist wahnsinnig kompliziert. Es gibt hier keine einfachen Lösungen. Und die Zertifikate, die werden auch gefälscht. Ja? Manchmal liegt auch zertifiziertes und nicht zertifiziertes Holz nebeneinander und wenn es einer durcheinander würfelt, wirst du es nicht mitbekommen. Das klappt nicht immer, aber es klappt oft. Ja? Und allein die Tatsache, dass es, wenn es oft klappt, dann klappt illegaler Holzvertrieb nur noch nicht so oft. Ja? Und allein das ist ein Gewinn und allein das ist immer noch besser, als keine Zertifikate zu haben, weil dann gibt es gar keine Möglichkeit, legales, halbwegs nachhaltiges Holz zu erkennen, sondern kannst du nur noch das Zeug aus Raubbau kaufen. Und wie gesagt, Länder wie China machen das trotzdem, das ist denen scheißegal. Ob wir Deutschen dann sagen, oh nein, Tropenholz böse, das hatten wir jetzt ausführlich besprochen, schwierig. Schwierig, schwierig. Ja, also hochkomplexes Thema, muss man ganz viel zu wissen, muss man eine eigene ethisch-moralische Einstellung zu auch irgendwo entwickeln, muss man abwägen, was ist wichtiger, die Rechte eines indigenen Volkes oder die globale Biodiversität, auch irgendwo ein Stück weit eine Frage. Ja, wenn du und Teufel komm raus den Indigenen alle stehen lässt, und sagt, die kriegen genau das, was das Land ihrer Vorväter war. Das war gegebenenfalls möglicherweise riesig. Und Borneo ist nicht so groß. Und es ist gar kein Wald mehr da, den man halbwegs nachhaltig bewirtschaften könnte. Was übrigens dann auch nachwächst. Und auch die Urwaldriesen wachsen irgendwann nach. Das geht übrigens relativ flott. Die Zuwächse im tropischen Regenwald sind gigantisch. Also viel schneller als bei uns. Ein Riesenbaum bei denen, der ist 120, 150 Jahre alt. Bei uns 600. Sowas um den Dreh, ne? Wenn sie es nur ist zum Beispiel. Selbst eine uralte, super dicke Ultrafichte ist auch 400, sowas um den Dreh. Keinesfalls 150. Und das bei bester Holzqualität 150 Jahre. Ja? Eine alte 400-jährige Fichte, die mag vielleicht ähnlich dick sein, aber das Holz ist beschissen. Kannst du vergessen, da ist garantiert eine Fäule drin. Das ist vergammelt bis auf 10 Meter Höhe und das Ding fällt sowieso bald um. Ja? Also, okay, reicht an der Stelle. Ja? Sonst komme ich vom Hundertstel ins Tausendstel. Aber das war mir ein dringendes Bedürfnis, das nochmal klarzustellen und vielleicht unabhängig auch von der Reportage, die war jetzt mein Aufhänger, ja, aber
auch sonst einfach vielleicht mal eine interessante Gelegenheit, sich mal mit Tropenholzzertifizierung, Sinn und Unsinn von dem Ganzen auseinandergesetzt zu haben. Und dann wisst ihr jetzt hoffentlich Bescheid. Natürlich ist meine Meinung zu dem Thema nur meine Meinung zu dem Thema. Es ist wahrscheinlich so ein bisschen die Lehrmeinung. Ich weiche da nicht viel von dem ab, was ich damals in internationaler Forstwirtschaft so im Studium auch gehört habe. Und ja, das ist ja nichts Schlechtes. Ne? Dementsprechend macht damit, was ihr wollt. Bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.